Ja, meine Freunde, was geht ab? Und wir reden halt endlich mal wieder auf ein neues Video von Hungrigen Hugo. Und zwar unser neuer Suchti. Ich glaube, man hat das wieder mal auf den Geschmack von Fortnite gekommen. Wenn ihr gerne unseren Channel kostenlos, schaut auch gerne auf Instagram vorbei. Und schaut euch auch gerne den Livestream an oder die Livestream-Highlights. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken und schaut auch gerne auf Instagram, itu-gaming oder gerne auf TikTok, its-tobi vorbei. Und los geht's. Und, ja, komm. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Oh, zu geil. Da spielen wir einer Chili. Was? Oh, bist du blind oder was? Oh. zu geil. Perfektes Timing. Das ist wichtig. Jonas. What you wanna do, baby? Wenn du noch nie Minecraft gespielt hast. Minecraft. Objekt aufsammeln. Und da haben wir sie. Lapis Lazuli. Respekt, fast richtig. Red Dead Redemption. Der Junge spielt aber jetzt auch alles, oder? Roberto Carlos mit Haaren. Guckt ihr euch mal an, der hat Haare, als er jung war. What the fuck, der hatte einfach Haare mit 19. Einfach Haare, der hat noch immer noch Haaransatz. Ich lass die Leute jetzt hier spielen, mach hier schnell meine Kneten und dann geht's ab. Was ist denn das für ein cooles Spiel? Oh nein. Oh, hab ich dich erschrocken, Alter. Oh. Guck mal jetzt! Pass mal auf jetzt! Ah ja, Security! Was ist denn los? Die bezahlt doch gar nicht! Ey, der lohnt sich sowas von sehr, ey, wirklich. Nie wieder ohne den. John Cena. Ole, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Was hat er gesagt? Ole, ich hab's geschafft. Er ist der größte Stream-Sniper. Hallo? Hallo? Moin. Oh nein. Ich glaub, da kommt gleich wieder der Disconnect. Was geht? Lass dich hier neben Tilted landen. Seid ihr Stream-Sniper? Hä? Was? Also seid ihr hier absichtlich reingekommen oder? Was? Nein. Aus Versehen oder wie ist das? Also ich spiel grad einfach nur voll random. Naja, Tilted zwar schon. Willkommen bei McDrive, Ihre Bestellung bitte. Ich hätte gerne einen vorzüglichen Cheeseburger, bitte. Mit Karamell, Schoko, Kirschensoße. In zweifacher Ausführung. Süß-sauer, Barbecue, Curry. Richtig. Zwei Eis mit, komm mal ran. Annabelle ist eine random Viewerin, die das Ganze hier gewonnen hat, weil sie den Kanal abonniert hat. 3,3 Millionen Abos, heilige Scheiße. Das ist voll viel. So viel Heroin. Denn wenn du unten sitzt, das ist frei, hä? Bist du alleine? Du bist einfach alleine. Ja, und dann siehst du immer unten. Ich lieb das auch. Da ist der Bildschirm auch. Alter, das ist zum Scheißen. Ich meine, 2 Stunden lang, da tut dir nach einer halben Stunde der Nacken weh. Also die Mitte ist immer die goldene Mitte. So, jeder will einen großen Fernseher. Unten ist der Bildschirm am größten. Ja, erste Reihe, what the f***. Diese Menschen sind für mich, mit denen will ich nichts zu tun haben. Wer im Kino in die letzte Reihe geht, bleibt mir vom Leib. Die erste Reihe ist zum Scheißen. Ich will nichts zu tun haben. Ihr seid für mich keine Menschen. Ihr seid hinten Tiere! Die hinten sitzen, sind Tiere! Was ist im Thema? Jemand da? Ey, dieses Ding fühle ich, auf dem wir drauf sitzen. Ja. Guck mal. Hier, nimm doch mal. Ich geb dir 3. Ja. Digga, ich spiele das erste Mal seit Monaten wieder Fortnite, Bro. Ich schwöre, wie soll ich da nicht ausrasten? Ja, Digga, komm! Wir könnten hier alle ein bisschen Arsch auslecken, Digga. Hä, Ronaldo? Ronaldinho, bitte, es tut mir leid. Digga, was habe ich Ronaldo getan? Ronaldinho und dann Ronaldo. Tief einatmen und vollständig ausatmen. Oh, okay, Leute, kannst du es? Ja, Leute, kannst das ist so krank, das ist einfach... Junge, was ist das für eine Satellitenschüssel? Der hat auf jeden Fall mehr als 1000 Sender. Junge, Digga, was ist das denn? Einfach NASA.
Oh, oh, was ist das? Ist es das? Oh, mein das kenne ich, doch kenne ich. Das ist lieber dahinter. Ich hab ihn geliebt. Das FIFA, was ich am meisten gespielt habe, war FIFA 2009. Prime Icon und Team of the Year! In einer Packung! Wo kommst du her? Ja. Deutschland. Deutschland? Ja. Ja. Hätte ich mir fast gedacht. Wo denn aus Deutschland so? Aus Türkei. Grobes Bundesland, also kommst du irgendwie aus Türkei? Hamburg oder aus, keine Ahnung, Bayern oder Berlin wahrscheinlich, oder? In meinem Block sind Paras geschoben. 14. Schock liegt noch auf dem Boden. Normal. Sie sind verbunden mit der Vodafone Mailbox von. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal. Soll er abhören? Nach Unge. Was wird Elena sagen? Elena. Jetzt auch noch Tanzverbot. Oh, Elena. Also gut sieht sie ja aus, das muss man schon sagen. Elena. Elena. Hier ist gut was los. Der Killer ist hier unter uns. Call, dass das Monte nicht ist und laufe hinterher. Okay, einfache Situation, Chat. Jung, Chat, ja. Der den Kill gemacht hat, ist gleichzeitig Ü30. Will dich kündigen, Gärtner. Ja. Weißt du, ich brauche ihn gar nicht tasern. Der fällt so um von alleine. Ich wollte ihn tasern, ich sehe, er geht durch die Tür, fällt um. Hat auch noch keiner geschafft. Du fährst ja bestimmt auch wenig im Jahr, oder? Mit meinem S63 AMG bin ich in 2,5 Jahren 45.000 Kilometer gefahren oder so. Also geht nicht durchschnittlich viel. Also nicht viel. Die meisten Kilometer waren nach Schenefeld. Und ins Holland Casino. Monte, was hältst du davon, wenn das nächste Fan-Treffen hier vom Casino ist? Franzi ist schon da. So ein Dreck. Ich bin nicht süchtig. Ist das illegal? Was? Was? What? Alter, was? Ich habe Ronaldo, Cristiano Ronaldo und Cristiano Ronaldo gezogen. Läuft da draußen irgendwo ein Ronaldo rum? Zieh ich den. Ich habe gerade in 15 Minuten 3-mal Cristiano Ronaldo gezogen. Mein Account ist kaputt. Ich kann nur Cristiano Ronaldo ziehen. Ronaldo, Cristiano. Ich habe 4-mal Cristiano Ronaldo gezogen in 20 Minuten. Ich habe mich geärgert, dass Cristiano Ronaldo nur noch 230.000 kostet und es ist mir zu wenig. Was mache ich dann, weil ich so smart bin? Ich ziehe ihn 4-mal. Was denkt dein Finanzberater? Ich hatte mal einen Finanzberater. Der meinte, ich soll weniger fürs Zocken ausgeben. Jetzt habe ich keinen Finanzberater mehr. Noch mehr Cola vielleicht. Mann, ey, irgendwann komme ich ran an dich. Wie geht die denn auf? Was muss man dafür tun? Die heißt Mohammed Al-Ama oder was? Yo, ich bin Olaf G. Yeah. Doch ein Pfandflaschensammler war ich nie. So, Freunde, ich hoffe, ihr seid genauso erstaunt wie ich. Vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert gerne den Channel und schaut euch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Ja, war schon ziemlich nass heute. Vielen Dank und ciao. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.